Und ein herzliches Willkommen zurück, Leute. Das Let's Play Together geht weiter. Oder sagen wir mal, heute mal gibt es eine kleine Mini-Special-Folge. Heute mache ich mal einen kleinen Guide mit euch. Ihr seht ja gerade, ich stehe hier eigentlich recht schön, nicht? Ich habe einen tollen Ausblick. Wo ich gerade bin, das zeige ich euch jetzt. So. Ich hatte euch ja mal schon mal gesagt, ich zeige mal ganz kurz auf der Karte, dass wir hier auf Fukaso unten auf dem linken, oben links an diesem Zipfel, haben wir einen Handelsposten gebaut und den wollte ich jetzt euch mal ein bisschen näher bringen. Dieses Video richte ich eigentlich eher an die Mitspieler, die jetzt gerade im Moment alle hier spielen. Es ist auch wirklich richtig gut voll hier, der Server ist ganz gut geworden. Und wie ich schon gesagt, es gibt diesen Handelsposten und dieser sollte so gesehen das Zentrum des ja, das Geschehens werden, wenn wir PvP-Abgabetermine machen. Wir haben ja gesagt, wir machen hier diese Abgaben von diesen, wie heißen sie hier, von diesen Implantaten. Wir sagen ja, wir haben ja gesagt, wir machen an einem PvP-Wochenende, dass wir hier die Leute, die meisten, also die Tribe, die am meisten diese Implantate mit dabei mitbringt, die haben dann hier eben einen Raum, wo sie das abgeben können und dafür ist dieser Handelsposten. Ich gehe es mal ganz kurz ein bisschen näher. Und dann haben wir natürlich, weil es ein Handelsposten ist, haben wir hier überall diese wie nennt man sie, den Megapithecus. Gigantopithecus, nicht Megapithecus. Gigantopithecus überall stehen. Und wenn man nämlich drauf zugreift, zack, dann geht nämlich hier so ein Auktionshaus auf und dann können die Leute hier handeln. Wenn ich jetzt hier irgendwas reingeben würde, wenn jetzt irgendjemand was angeboten hätte, wie Stein oder sowas oder Wood, Holz, dann wird das dann hier aufgezeigt. Diese Mod haben wir ein bisschen modifiziert. Dank dem... Oh, ich glaube, der hieß X-Bloss, glaube ich. Das ist ein Spieler, der mit auf dem Server spielt. Der hat die auch schon mal genutzt. Und normalerweise geht diese Mod, diese Auktionshaus-Mod, von Server zu Server. Das heißt, so gesehen, wenn jetzt ein anderer Server die gleiche Mod hat, dann könnten wir mit diesen Leuten handeln. Das wollten wir aber nicht. Wir wollten nur auf diesem Server handeln. Das heißt, so gesehen, es sollte alles intern bleiben, damit die auch alle zusammenspielen. Und so gesehen, wenn man immer auf diese Äffchen hier zugreift, so, zack, dann, wir haben hier mehrere hingestellt, hier steht noch einer, da kann man immer zugreifen, da kann man, wenn hier mehrere Leute gerade sind und die sich gegenseitig hier vielleicht stören, hat man überall so eine Möglichkeit, mal auf das Auktionshaus zuzugreifen. Da hinten steht noch einer, da hinten gehen wir gleich mal ganz kurz hin. Wir haben extra Dodo-Statuen, oder besser Dodo, ja, hier diese Heckenstatuen genommen, weil wir sind ja jetzt gerade auf Shigo Island und das ist ja, Shigo Island ist ja wirklich alles hier mit, ihr wisst ja, mit Dodos gemacht, Dodo, wie heißt es, diese Lootstrahlen, die runterkommen, Dodo-Strahlen, die überall sind, alles ist ganz, ganz toll gemacht, Dodos und deswegen haben wir es auch gemacht, mit Dodos. Wir haben hier, ihr wisst ja, die Mod, die gerade drauf ist, dass der diese Eco, oder besser zwei Eco, Eco-Deko-Mods und damit kann man auch diese Art Efeu machen. Das ist eigentlich eine Hecke, ihr seht es hier. Das ist eine Hecke, das haben wir dann ans Haus geklebt. Hier so ein Brunnen und eine riesengroße Landefläche, wenn man hier im Quetzal ankommt und natürlich viel Platz hat. Ihr wisst ja, wir sind ja 50 Mann auf dem Server. Wir sind noch nicht ganz voll, aber ich habe im Moment den Bewerbungsaufnahmestopp gemacht. Werde ich euch dann auch später nochmal erklären, warum. So, jetzt kommen wir in den ersten Raum. Das ist der erste Raum. Das soll der Raum sein, wo wir dann auch mal ein Saufgelager machen können, wo die Leute hier am Kamin stehen, mal ein Bierchen trinken können. Hier sind die Bierchen. Und hier, ihr seht hier vorne, sind diese Schilder, wo man eben die Trophäen der Bosse dran kleben könnte. Den haben wir ja schon gemacht auf dem letzten Server. Das habe ich aber trotzdem mitgenommen, weil wir haben ihn ja schon gelegt. Auf easy zwar, aber wir haben ihn gelegt und deswegen wird er hier dran gehängt. Und hier fehlen noch die anderen. Wir hoffen natürlich noch, dass der Manticore noch dazu kommt. Wir machen hier die Türe zu. Hier kann man ein schönes Saufgelager machen. Ich setze mich mal kurz hier hin. So sieht man hier. Hey Jungs, Halle. Wunderbar, saufen und schön. Der ist auch natürlich auch ein Auktionshaus. Überall gibt es Auktionshausmöglichkeiten. Das ist immer ganz toll. Damit man auch hier drauf zugreifen kann. Das ist übrigens eine kleine Bar. Wenn man was trinken möchte, soll man ihn mal fragen. So. Das ist der große Raum mit viel Luft nach oben. Übrigens, wir haben das zusammengebaut mit Grave, Stone und mir. Ich blende, glaube ich, auch mal was ein. Ich glaube, ich blende mal ein paar Fotos ein für euch. Wie wir das zusammengebaut haben.
Eine hat eine Mauer gebaut, die andere hat das Dach gebaut. Der Stone hat, glaube ich, über das Dach gebaut. Die Wände hat der Grave teilweise hochgezogen mit mir. Die Inneneinrichtung kommt teilweise von mir. Hier die ganzen Bierfässer kommen vom Grave. Der Grave hat auf den Kamin gesetzt. Die Stühle habe ich gesetzt hier. Also ganz cool gemacht. Und jetzt kommen wir mal in den Raum, wo wir... So, das ist der Raum mit den Schildern. Hier gibt es noch keine Namen. Auf der rechten Seite gibt es noch Namen. Ich zeige das mal ganz kurz. Das ist die Tribe... Oh, ich kann es gar nicht lesen. Hello, Mir Bimsens oder sowas, keine Ahnung. Distortion-Modus. Time Lords. Und hier kommt gerade keiner mehr. Die anderen haben sich noch nicht gemeldet. Also gesehen, jeder sollte sich mal melden bei uns. Das kriegt ihr auch mal als Informationsnachricht direkt am Anfang. Dann kriegt ihr so gesehen einen Raum mit einem Schrank. Und da werden dann eben diese rautenförmigen Implantate reingesetzt. Wenn ihr nämlich davon welche gesammelt habt, von irgendwelchen Spielern, werden die hier reingesetzt. Jeder hat seinen eigenen Code für diese Tür, damit auch keiner reinkommt. Und ja, hier werden die reingesetzt. Wir machen natürlich dann auch diese PvP. Wenn am PvP-Wochenende ist, wird dieses Implantat Event schon losgehen. Wenn die Leute sich gegenseitig abschießen, kann man die Implantate von den Spielern nehmen und dann eben in den Schrank setzen. Und wenn dann die zweite Woche angebrochen ist, das heißt so gesehen die erste Woche und dann die zweite Woche am Sonntag, werden dann, ich denke mal vielleicht am Montag erst, zählen wir die meisten, wer die meisten Implantate hat. Und dann gibt es dann eben eine Überraschung für diesen Tribe. Und hier haben wir wieder einen. Danke, wie gesagt, der Stone hat die jetzt alle hier hingesetzt. Der macht das gerade im Moment mit dem Auktionshaus. Wir hatten ganz am Anfang ziemlich viele Probleme. So, dann haben wir hier noch Duschen. Sponsored bei... Oh, da steht einer in der Dusche. Sponsored bei Grave. Der Grave hat das hier gebaut mit den Duschen. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Wir drehen uns mal hier um. Und hier raus kann man, wenn ihr mal in die... zu dem... Richtung Fukaso, wo die ganzen Wirbelns rumfliegen, kann man dorthin gucken. Man hat ja auch den Blick auf die anderen Seiten. Hier vorne ist der kaputte, da gehen wir auch gleich nochmal hin, der kaputte Ark, so, Obelisk. Und dann gehen wir mal bei den zwei Türstehern vorbei. Das ist nämlich unser Office von mir, Grave Stone. Der Grave Fox ist auch dabei und sein Bruder Automatics. Und da sitzt er, der Stone sitzt gerade da und macht gerade einen am Hühnchen, ist ja wohl klar. Hier ist unsere Karte, damit wir uns absprechen können, was wir so gerade machen und was sind das für Dodos. Ihr wisst ja, es gibt das Dodo-Event, PvP-Event, das machen wir nicht an der ersten PvP-Wochenende, sondern glaube ich erst am zweiten, weil wir müssen uns erstmal alle kennenlernen, ein bisschen stärker werden und dann geht es erst los. Also dieses Dodo-Event geht so, wir werden in eine Base. Wir werden erstmal gucken, wer dazu Lust hat. Ist natürlich hier kein reiner PvP-Server, sondern wir fragen natürlich jede Tribe, wer gerade Lust hat, den Dodo halten. Das wird nämlich so gemacht, wird eine Steinfoundation gesetzt, drumherum die Railings, also diese Umrandung, und da wird der Dodo reingesetzt. Das ist übrigens ein Godzilla-Dodo. Ich mach mal ganz kurz so. Das ist der Godzilla-Dodo. Mega viel Leben, also unendlich stark. Und den werden wir da reinsetzen. Der ist dann sichtbar für alle. Und der wird auch nicht irgendwie in so ein Haus reingequetscht, sondern der sollte sichtbar hinter der Mauer sein, mehr oder weniger. Und dann kann man eben die anderen Tribes versuchen, diesen Dodo zu ergattern. Und die eine Tribe, die den hat, die müsste den eben, so gesehen, verteidigen. Hat sie den verteidigt, kriegt sie ein Geschenk. Oder wenn ein anderer Tribe das schafft, den rauszuholen. Man kann auch mit dem Adler reinfliegen und den holen, wenn es klappt. Wenn nicht, wenn er abgeschossen wird, Pech gehabt. Also wer den holt und bei sich nach Hause hält am Wochenende, dann kriegt diese Tribe dann eben so gesehen die Belohnung. Und das ist noch ein Balkon, den ich noch gebaut habe. Hier hat man noch den Blick. Wir haben übrigens noch viel, viel Platz gelassen drumherum, damit man auch laufen kann. Und ich würde gerne das Dach auch mal zeigen, aber ich habe jetzt gerade hier... keine Möglichkeit, aufs Dach zu gehen. So, dann winken wir mal dem Stone mal zu, der hier die ganze Zeit schon sitzt und wartet, bis ich endlich hier reinkomme. So, und ich gehe jetzt mal hier raus. Oh mein Gott, hier duscht ja noch jemand. Das ist alles ab 18. Aber man kann ja eigentlich noch mal ganz kurz rüber gucken, ne?
Wenn Frauen duschen. Ich gehe, glaube ich, mal rückwärts die Treppe runter. So, und dann gehen wir nochmal ganz kurz raus. Dann gehen wir nochmal ganz kurz ins zum hinteren Bereich. Wie gesagt, es gibt überall die Äffchen hier stehen. Und da könnt ihr jedes Mal drauf zugreifen, wenn ihr mal auf das Auktionshaus zugreifen möchtet. Dieses Auktionshaus gibt es übrigens nur hier. Wir haben das übrigens ausgestellt für alle anderen. Das gibt normalerweise hatte diese Mod die Möglichkeit, überall kann man die hinsetzen bei sich in der Base. Aber wir haben das so gemacht, dass das ein Handelsposten ist für alle. Das heißt gesehen, jeder muss hier hinkommen, um zu handeln. Anders geht's nicht. So, das ist der Balkon. Da oben haben wir ein paar Schießpflanzen gemacht, die natürlich hier ein bisschen, ja, wenn wir ein bisschen Glück haben, auch mal ein paar Wirrwarrs abhalten. Dann haben wir hier diesen schönen von der Eco-Mod, diesen Papillon. Die Stufe ging ein bisschen hoch, da hat der Grave einfach so eine Steinbank hingesetzt. Klappt, wunderbar. So. Ich habe den Papillon hier hingesetzt, aber der ging nicht ganz. Und dann hat der Stone hier noch, seht ihr, das ist auch eine Holzbank, hat er es noch so gemacht, dass die Treppe eigentlich gut belaufbar ist. So, und dann geht es dann hier rüber. Wie gesagt, zu diesem schönen Punkt, den von Shigo Island, dieser bekannte Punkt, wo man hier... Hier steht eine Kiste. Hier war jemand gewesen, wo hier die kaputte Obelisk ist. Hier, das ist ein ganz tolles Bild, nicht? Kann man übrigens mal auf ein Foto schießen. Und hier ist der Obelisk, der übrigens als erstes gebaut worden ist und dann zerstört worden ist von den Wirrwarrs. Wir kennen ja die Geschichte von ein bisschen von Shigo Island, haben wir vom Exilog erzählt bekommen. Und hier sind die über die ganzen Dodos vom Dodo-Gott. Also ganz cool gemacht. Und wir gehen jetzt wieder hier zurück zu unserem Handelsposten. Das ist so gesehen das Ganze, was ich euch erzählen wollte. Für die Leute, die jetzt nicht mitspielen, ist einfach nur mal gezeigt, was wir Schönes gebaut haben. Und das sieht echt gut aus. Gefällt mir richtig gut. Es leckt gerade ein bisschen, weil hier die ganzen Mod-Bauteile, die machen echt die Performance runter. Und mein armer Rechner macht das dann auch nicht mehr mit. Und dann ist das Video eben noch dafür, für die Leute, die auf dem Server sind, die jetzt noch nicht so ganz gerafft haben, nicht mitbekommen haben, dass wir hier diesen Handelsposten gebaut haben. Ich kann das ja mal ein bisschen vom Weiten zeigen, wie das aussieht. So sieht das nämlich aus. Und damit sage ich dann mal Tschüss, kommt noch hier, handelt mit euch zusammen auf dem Server. Und wenn ihr nicht handeln möchtet, könnt ihr euch gerne auch hier treffen auf ein Bierchen. Bis denn dann und tschüss. Muss ich mal ein bisschen ranzoomen. Und hier wird geschrieben und gelacht. Und tschüss.